Guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel zu später Stunde. Und bevor es die Gelegenheit für eventuelle Fragen gibt, bitte ich den Trainer um ein kurzes Statement. Ja, ich bin heute sehr zufrieden mit unserem Auftritt, wie die Mannschaft von der ersten Minute an gezeigt hat, dass sie dieses Spiel gewinnen möchte. Wir wollten unbedingt in die letzte intensive Phase mit einem Erfolgserlebnis reingehen. Und die Spieler haben heute das sehr, sehr eindrucksvoll auf den Platz gebracht und haben uns viele tolle Torchancen herausgespielt, waren auch sehr, sehr stabil in der Defensive. Und deswegen Kompliment an die Spieler, die heute eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben. Und so gehe ich mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die letzte Woche, wo wir noch drei intensive Spiele haben, weil ich weiß, wir haben sehr, sehr viele Optionen im Kader, die in einer guten Verfassung sind, und wir werden jede einzelne benötigen, um möglichst viele Punkte zu holen bis Weihnachten. Danke. Donc, bienvenue à cette conférence après le match, à une heure tardive. D'abord, une première analyse de l'entraîneur. Et puis l'entraîneur a fait son analyse. Voilà, je suis très content de la prestation de mon équipe. L'équipe a montré dès la première minute qu'elle voulait vraiment gagner ce match. Ils ont montré ça sur le terrain d'une manière impressionnante. Aussi, j'étais ravi de voir le travail défensif qui était très bon. C'est pour ça, un gros compliment à tous les joueurs. Et pour moi, ça me donne une bonne sensation pour les semaines à venir, puisqu'on a des matchs difficiles devant nous. Et moi, je sais que j'ai plein d'options pour ces semaines difficiles. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Sébastien Stiekel von der DPA. Herr Glasner, dadurch, dass Sie Zweiter geworden sind in der Gruppe, das bringt ja nun mit sich, dass es ja fast ausnahmslos sehr, sehr starke, aber eben auch sehr attraktive Gegner drin sind im Lostopf. Ist das so ein Moment, wo es mal zusätzlich ist, sich über einen zweiten Platz fast mehr zu freuen als über den ersten? Ich weiß eigentlich gar nicht das genaue die Regularien, wie jetzt ausgelost wird, ob da der UEFA-Koeffizient zählt, wie das mit Zweiter, Erster und mit denen aus der Drittplatzierten aus der Champions League ist. Und ja, wir wollten eigentlich den Gruppensieg. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Hausaufgaben erfüllen. Das haben wir gemacht. Leider hat Gent nicht mitgespielt. Und jetzt freuen wir uns dann auf die Auslosung und werden am Montag die mit großer Spannung verfolgen. La question, c'était, bon, finalement, vous êtes deuxième du groupe. Maintenant, ça veut dire que vous allez rencontrer un adversaire plutôt fort, mais aussi des équipes très attractives. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Et la réponse, bon, je ne connais pas exactement le règlement, comment c'est tiré. Lundi, les équipes, avec aussi les troisièmes de la Ligue des Champions qui vont arriver en Europa League. Une chose est sûre, nous voulions être premier du groupe. Malheureusement, Gent n'a pas a su éviter ceci. Et maintenant, nous sommes tous curieux de voir lundi le tirage et comment ça va continuer. Gut, dann scheint das gewesen zu sein. Vielen Dank. Merci beaucoup.